Heute ein etwas kürzeres Video und zwar 7 Fragen, die einem Mann sehr viel über eine Frau verraten können. Ihre Antworten können viel über ihre Persönlichkeit aussagen, ihr Verhalten, ihre Denkweise. Aber nicht nur ihre Antwort alleine, sondern auch wie sie antwortet. Also die Art und Weise, die sagt dir etwas über diese Frau aus. Wenn sie sich zum Beispiel bei den Antworten zurückhält oder versucht, Dinge zu verbergen, könnte das auf mangelndes Vertrauen oder auch Unsicherheiten hinweisen. Ist sie in der Lage, über ihre eigenen Erfahrungen und Erkenntnisse nachzudenken, ihre eigenen Gefühle zu verstehen? Frauen, die zeigen, dass sie sich selbst reflektieren, die haben oft eine tiefere Verbindung zu sich selbst und die sind auch reifer. Und das hilft natürlich in romantischen Beziehungen. Ist sie selbstbewusst in ihren Antworten? Frauen, die sich selbst akzeptieren, die haben oft eine gesündere Selbstwahrnehmung. Ist sie überhaupt bereit, sich auf die Fragen einzulassen? Falls ja, zeigt das oft ein höheres Maß an Vertrauen. Und ja, all diese Dinge, die können dir nebst ihrer Antwort Hinweise auf ihren Charakter geben. Frage 1. Wie gehst du mit Stress oder mit Herausforderungen um? Ihre Antwort sagt viel aus. Erklärt sie als allererstes, wie schwierig für sie alles ist und zeigt mit dem Finger auf andere, kann das auf ihr kompliziertes Verhältnis zu Eigenverantwortung hinweisen. Erzählt sie von ihren täglichen Herausforderungen und erwähnt dabei ihre Bewältigungsstrategien, sei es etwa durch Disziplin, Durchsetzungsvermögen, Sport, was auch immer, dann zeigt das Verantwortungsbewusstsein und Reife im Umgang mit Schwierigkeiten. Ob sie strapazierfähig ist? Und ich sag dir, in jeder Beziehung kommen irgendwann Strapazen und Probleme und der Schlüssel für eine erfolgreiche Bewältigung ist, sie mit gegenseitigem Respekt zu lösen. Welche Eigenschaft schätzt du an einem Mann am meisten? Wenn sie da ehrlich antwortet, kannst du einerseits sehen, ob du ihr diese Dinge bieten kannst, aber du kannst eben auch die Metaebene sehen. Fallen ihr zum Beispiel als erstes Merkmale wie mentale und physische Stärke ein, Selbstbewusstsein und Männlichkeit, dann deutet das auf ein Schutzbedürfnis hin, das sie möglicherweise stark ausgeprägt hat. Fällt ihr als erstes Unabhängigkeit und Selbstständigkeit ein, kann das darauf hinweisen, dass sie selbst sehr unabhängig ist und ihre eigenen Ziele und Interessen verfolgt und dann in einer Beziehung einen gleichberechtigten Partner sucht, der das respektiert. Die Antwort kann also nicht nur Hinweise darauf geben, was sie in einem Mann sucht, sondern auch auf ihre eigenen Bedürfnisse in einer Partnerschaft. Wie ist deine Beziehung zu deinem Vater, falls sie einen Vater hat? Ja, die Beziehung einer Frau zu ihrem Vater, die kann wirklich viel über sie aussagen. Ich habe da schon mal ein Video dazu gemacht. Viele Frauen idealisieren ihren Vater und das ist etwas ganz Natürliches. Doch je nach der Intensität dieser Vater-Tochter-Beziehung oder dem Grad der Abhängigkeit von ihrem Vater kann diese Hingabe in manchen Fällen auch in eine ungesunde Abhängigkeit umschlagen. Und dies könnte darauf hinweisen, dass die Frau sich noch nicht vollständig von ihrer Vaterfigur emanzipiert hat. Die Auswirkungen können in Beziehungen sichtbar werden, wenn sie bei bedeutenden Entscheidungen oder Problemen automatisch ihren Vater um Rat bittet und ihn viele Dinge für sie regeln lässt. Das kann entweder bedeuten, dass sie unselbstständig ist und Schwierigkeiten hat, eigene Entscheide zu treffen, oder im Gegenteil, dass sie früh gelernt hat, unabhängig und selbstständig zu sein, indem sie von ihrem Vater inspiriert wurde, auf eigenen Beinen zu stehen. Hast du eine wichtige Lebenslektion gelernt, die dich geprägt hat? Dies erlaubt einen Einblick in ihre Lebenserfahrung und auch in die Lehren, die sie daraus gezogen hat oder auch nicht gezogen hat. Es zeigt, ob sie reflektiert und aus ihren Erfahrungen wächst, lernfähig ist, auch offen dafür hinzuzulernen oder sich selbst zu optimieren. Wie warst du früher in der Schule? Im Sinne von, war sie diejenige, die immer bei allen total beliebt war, so die Anführerin in der Gruppe, diejenige, mit der alle zusammen sein wollten? Oder eher der Outsider? Wurde sie zum Beispiel im Turnunterricht immer als eine der letzten gewählt von ihren Mitschülern, wenn zwei Gruppen zusammengestellt werden mussten? Keine so schöne Erfahrung. Ja, und solche Dinge, die prägen einen Charakter oft bis ins Erwachsenenalter. Menschen, die als Kinder oder als Teenager oft außerhalb des Mainstreams standen, oder auch Mädchen und Jungs, die nicht dem gängigen Schönheitsideal oder dem Idealbild entsprachen, die waren mit großer Wahrscheinlichkeit mit Unsicherheiten konfrontiert. Und aufgrund ihrer Erfahrungen haben sie später aber häufig starke Persönlichkeiten entwickelt. Im Sinn von tough, widerstandsfähig. Als eine Art Schutzreaktion, man eignet sich eine harte Schale an. Ja, und vieles liegt halt in der Kindheit begraben. Ja, und vielleicht ist ja im Moment gar keine Frau in deinem Leben, aber du bist vielleicht nicht abgeneigt, eine kennenzulernen und siehst irgendwo eine, die dir total gefällt, die du attraktiv findest.
Dann habe ich hier im aktuellen Video die besten 25 Gesprächseinstiege für dich, die bei allen Ladies funktionieren. Und zwar für jede Situation den passenden Gesprächsöffner. 25 Sätze, mit denen du nie falsch liegen kannst, entspannt wirkst und die meisten Frauen süß finden. Das Video ist in der Beschreibung verlinkt. Welches siehst du als bestes Attribut an dir selbst? Ja, das ist eine Frage, die oft nicht so leicht zu beantworten ist, es sei denn, man hat sie bereits gründlich reflektiert. Und die Antwort, die erfordert oft einen tieferen Einblick in das eigene Wesen. Ja, und du möchtest wahrscheinlich keine gängigen Eigenschaften hören, die oft in Bewerbungsgesprächen genannt werden, so à la ich bin teamfähig, ich kann gut kommunizieren, sondern du suchst nach Anzeichen, dass sie ein gesundes Selbstwertgefühl hat, keine übermäßig narzisstischen Tendenzen in ihr schlummern, da dies in einer Beziehung oft problematisch sein kann. Ja, und die Antwort auf diese Frage, die kann dir Hinweise darauf geben, welche Charaktereigenschaften ihr besonders wichtig sind. Sie hilft dir zu verstehen, was sie an sich selbst schätzt, ohne in Klischees zu verfallen. Ja, und je nach Typ Mann, der du bist, finde ich noch diese Frage jetzt sehr aufschlussreich. Wie viel Zeit verbringst du in den sozialen Medien? Die sozialen Medien, die stellen heute tatsächlich einen Problemfaktor in vielen Beziehungen dar. Beziehungen zerbrechen daran. Wer als Mann selbst aktiv am Posten ist, für den ist es gewiss kein Problem. Ich kenne aber sehr viele Männer, die können mit den sozialen Medien überhaupt nichts anfangen. Die Intensität, mit der sie in den sozialen Medien aktiv ist und wie sie sich dort präsentiert, enthüllt subtil ihre tieferen Sehnsüchte und Bedürfnisse. Ihr Engagement dort gibt dir einen Einblick in die Bedeutung, die sie der Bestätigung und der Aufmerksamkeit von Menschen beimisst, insbesondere von Fremden. Es offenbart auch, wie sehr sie diese externe Validierung für ihr eigenes Selbstwertgefühl benötigt. Ja, all diese Antworten geben dir Hinweise darauf, ihren Charakter besser zu verstehen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe auf ganz bald, macht's gut und tschüss.